Ja, heute auf meinem Kanal ein kurzes Spontanvideo zum Thema Ibu. Gemeint ist Ibuprofen. So habe ich heute Menschen kennengelernt, wie in vielen Jahren der Naturpraxis. Es ist immer dasselbe System. Dasselbe Prinzip, dieselbe Schiene. Patient kommt, jetzt hier besonders bei Rückenschmerzen. Der Arzt, manche sind so gut, die müssen den Patienten noch nicht mal ausziehen lassen. Ja, Bandscheibe, Hexenschuss, dieses, jenes, welches, LWS-Syndrom, bla bla bla. Gucken wir mal, Ibo, und wenn man Glück hat, kriegt man auch ein bisschen Physiotherapie. Und wenn es nicht besser ist, dann kommen Sie wieder. Bis dahin gehen einige Tage, Wochen ins Land. Der Patient hat immer noch Schmerzen. Und es ist immer dasselbe Prinzip. Kurz mal anschauen, hinschauen, am besten aus der Ferne, dass man gleich die Karteikarte schreiben kann, gar nicht aufstehen muss. Und dann Ibu oder andere Schmerzmittel. Warum ist seit Jahren, seit ich meine Praxis habe, ist die Schiene immer dieselbe. Und die landen dann beim Alternativtherapeuten vielleicht, wenn sie Glück haben. Ansonsten, vielleicht sind sie schon operiert worden für nichts und wieder nichts. Und es ist schrecklich, sodass ich mir gedacht habe, dass ich vielleicht meinen Spitznamen mir zulege mit dem Namen Ibu, Markus Iburitz. Ja, es ist erstaunlich. Und wie erwartet man denn dann, dass der Mensch gesund wird, wenn die Schienen, die laufen, immer dieselben sind? Wo soll der Mensch, der kranke Mensch, der Mensch mit Beschwerden hinkommen, wenn es immer dieselbe Schiene ist? Wie will der Patient gesund werden, wenn er immer nur in die eine Klinik zu dem einen Arzt rennt? Was soll dann anderes rauskommen nach 20 Jahren? Und es ist erstaunlich, dass diese Ärzte immer noch so viel zu tun haben, dass sie ja dicke Autos fahren können. Wer leidet? Der Patient. Der Arzt freut sich, naja, da muss der Patient in 2 Wochen wiederkommen, wenn es nicht besser wird und so weiter und so fort. Kann man alles abrechnen, zack, zack, zack. Aber es ist, glaube ich, nicht die Sinn- und Zweckmaßnahme in Sachen Gesundheit. Und trotzdem fährt diese Schiene immer weiter, trotz des Wissens, dass man andere Möglichkeiten hat, dass es Menschen gibt, die sich besser auskennen, die schneller helfen, die gesünder helfen. Nun, Patient rennt dann Wochen, Monate, Jahre mit Ibu rum. Immer mal geht's, dann wird's wieder schlimmer, dann schmeißt man was ein, wie man das so in Bayern sagt. Ja, und dann ist irgendwann der Magen verreckt, die Niere, die Leber, was auch immer. Dann ist der Rückenschmerz vielleicht besser, aber die Niere ist kaputt, die Leber macht Probleme, der Stoffwechsel macht Probleme und so weiter und so fort. Das könnte man endlos ausweiten. Und es ist schon manchmal traurig, dass man immer wieder dieselbe Schiene fährt. Und dass es immer noch so viele Menschen gibt, die da hingehen, die immer weitermachen. Im Straßenverkehr, wenn man sowas machen würde, so in dem Prinzip, dann würde man sagen, Fahrlässigkeit. Fahrlässige Verletzung. Da kriegt man keine Strafe. Obwohl man mittlerweile auch in der Medizin ein bisschen eine Idee hat, dass alternative Methoden besser sind. Dass bei vielen Erkrankungen alternative Dinge besser sind. Dass es zum Beispiel bei Rückenschmerzen Menschen gibt, die das täglich machen, die
täglich Menschen behandeln mit Mobilisation und so weiter, die sich auskennen. Aber erstmal auf die lange Bank geschoben, vielleicht wird's ja, dann habe ich ihm geholfen mit Ibo. Ja, und so bin ich nun Markus Ibo Ritz. Ja, so ist das Leben. Nun muss ich mit diesem Namen vielleicht leben. Ja, so ist es. Und den Patienten oder diesen Menschen, da mobilisiert man ein bisschen den Rücken und dann ist es gut. Ja, gewusst wie, aber es ist immer dasselbe Prinzip, was auf der anderen Ebene abläuft. Und ich hoffe, dass es im Laufe der Jahre, Jahrzehnte mal ein Umdenken gibt, dass die Menschen mit so Kitteln an, wenn sie denn einen anhaben, nicht so auf der Ego-Schiene laufen, sondern über den Studiumstellerrand hinwegschauen, um dann zu erkennen, hey, da gibt es auch was anderes. Nun, ich habe nicht studiert, keine Kohle, habe nicht so viel Wissen im Kopf, aber wenn jemand zu mir kommt mit Rückenschmerzen, die meisten gehen ohne Schmerzen wieder nach Hause. Ja, nicht alle natürlich, ich bin kein Wunderheiler, aber es gibt Möglichkeiten. Man kann auch schröpfen, schaben, Akupunktur machen, aber es wird immer noch nicht wirklich anerkannt. Teilweise verteufelt, ja. Und meiner Meinung nach ist es einfach fahrlässiges Handeln in Sachen Gesundheit. Wie gesagt, beim Autofahren kriegt man sofort Strafzettel, Strafe, Anzeige, Führerschein weg, sonstiges. In der Medizin, da schaut es echt scheiße aus. Da wird nicht mal geguckt, hey, was machen denn diese Menschen da? Ja. Aber es ist so, es ist jedem seins. Die Menschen sind schon ein bisschen aufgeklärt, dass es alternative Dinge gibt. Und die sollte man auch so ein bisschen zumindest mal wahrnehmen. Ja, nun, liebe Grüße aus Bayern von Markus Ibo Ritz. Ich glaube, diesen Namen lege ich wieder ab. Der passt nämlich gar nicht mehr. Ja, so ein kleiner Scherz am Rande. Muss auch sein, weil es ist so traurig, da muss man ein bisschen lustig sein. Nun, deswegen so an alle Patienten, Klienten, Menschen, die Probleme haben, schaut euch um, schaut über den Tellerrand. Auch die Bitte an Ärzte, schaut mal über den Tellerrand und lasst das Ego unten. Es bringt euch gar nichts. Das Karma schlägt immer wieder zurück, ob man es weiß oder nicht, ist leider so oder ist so. Und ja, hier kann man sich auch die Videos von mir anschauen auf meinem YouTube-Kanal über Karma, über Schmerzen, über Behandlungen. Schaut euch um, über 800 Videos auf meinem YouTube-Kanal Markus Ritz Zentrum für Yoga und natürlich auch in meinem Yoga-Magazin Padmasana Sonderhefte zu den einzelnen Organstrukturen aus Sicht der Naturkunde, der ärztlichen Seite natürlich, der Anatomie, der Physiologie, der Pathologie, der Psychosomatik, des Yoga und der traditionellen chinesischen Medizin. Ja, wenn ihr Interesse habt, schreibt mir und dann hören, sehen wir uns. Bis bald.